Also die ist ja fast so süß wie die Italiener, die jetzt zum Italienerwochenende kommen auf die Wiesen. Und mit Abstand meine Lieblingssüßigkeit auf dem Oktoberfest. Aber wie funktioniert denn das eigentlich? Wie wird aus diesem Zuckerkörnchen dieser Berg von Watte? Wir finden es gleich mal raus. Wissen Sie es? Schönen guten Tag, grüß Gott. Kurze Frage an Sie. Wissen Sie, wie Zuckerwatte gemacht wird? Aus Zucker. Zimt vielleicht noch ein bisschen. Keine Ahnung. Ich bin kein Koch. Ich überlasse die Küche auch gerne meiner Frau. Vielleicht weiß ich da nicht. Weißt du, wie Zucker? Nein, weiß ich nicht. Aus Zucker? Richtig. Und was passiert dann mit den Zuckerkörnchen, damit es dann am Anschluss so einen Berg Watte gibt? Wird erhitzt, ja. Und dann? Kommt Frau Holle und schüttelt den Schnee aus. Auch schön. Ich habe gedacht, man muss es in so einen Kreis machen, wo ganz viel so Pulver ist. Und dann, Zucker. Und dann muss man es irgendwie noch mischen, dass es Zuckerwatte wird. Zucker erhitzen und dann ein bisschen in der Zentrifuge hin und her bewegen. Ja, und was passiert dann mit den Zuckerkörnern? Ja, wie karamellisieren. Und das ist der Herr Wachinger vom Süßigkeitenstandl Wachinger, genau am Käferzelt. Und der erklärt uns das jetzt mal. Herr Wachinger, wie funktioniert denn das jetzt mit der Zuckerwatte? Was passiert da? Also wir machen da normalerweise einen groben Zucker rein und dann macht man noch eine Watte rein und dann wird das in der Zentrifuge durchgemischt. Naja, das war jetzt ein bisschen ein Spaß. Nee, also mit Watte funktioniert das ja natürlich nicht. Mit Watte funktioniert es nicht, aber die Kinder denken immer, da kommt Watte und dann Zucker. So, also normal ist das nur ein grober Zucker, relativ grobkörniger. Und der wird durch die Zentrifuge, durch Heizspiralen gedreht oder geschleudert. Und dann kommt da lauter dünne, feine Fäden raus mit ziemlich hoher Temperatur. Und dann fängt man die mit dem Stäbchen wieder auf, die feinen Fäden. Und so macht man Zuckerwatte. Und die schmeckt natürlich dann unglaublich lecker. Und die werde ich jetzt auch gleich mal mir gönnen noch.